ich, das ein schönes Flugwetter heute. Und mein neuer Flugbesen funktioniert auch prächtig. Aua! Naja, zumindest meistens. Also wenigstens manchmal. Genau genommen ist es ja kein Flugbesen, sondern ein Flugwischer. Aber Hauptsache, er kann fliegen. Und wenn man sich hinter seine Borsten versteckt, wirkt man sogar unsichtbar. Dieses magische Fluggerät und mein Wischen, besser geht's nicht. Nanu, wer kommt denn da auf mich zu? Eine Unverschämtheit ist das, hier einfach meinen Strand zu betreten. Ja, meinen. Hey, wer bist du? Und was willst du? Mein Name ist Luzi und ich will gerne den Strand entlang. Das ist doch hier der Strand, welcher zum Rhein gehört, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Da drüben siehst du den Rhein. Und wo willst du genau hin? Der Rhein ist schließlich lang. Ja, das ist mir klar. Ich möchte nach Duisburg. Bitte, wo willst du hin? Nach Duisburg? Das geht nicht. Dann müsstest du ja an mir vorbei. Und das lasse ich nicht zu. Niemand kommt an mir vorbei, der meine Rätsel und Fragen nicht beantworten kann. Das habe ich schon gehört. Aber vielleicht kann ich ja deine Rätsel und Fragen beantworten. Du musst mir wenigstens eine Chance geben. Wie heißt du eigentlich? Mein Name ist Putzli. Putzli? Wie der Dämon Fitzliputzli? Frechheit, mich kleine Maus mit einem Dämon zu vergleichen. Ich habe meinen Namen erhalten, weil ich so gerne putze und nicht, weil ich höllische Pakte mit schlechten Menschen schließe. Verzeih, ich wollte dich nicht ärgern, Putzli. Magst du mir denn nun die Chance geben, deine Rätsel und Fragen zu beantworten? Na gut. Fangen wir an mit der Frage, was die extremsten Planeten unseres Universums sind. Schwierig, nicht wahr? Gibst du schon bei der ersten Frage auf, Luzi? Wo denkst du hin? Die Frage hat es zwar in sich, doch kann ich sie dir beantworten. Na, da bin ich mal gespannt. Wie du sicherlich weißt, gibt es nicht nur Planeten in unserem Sonnensystem, sondern auch in anderen Systemen. Tausende, um genau zu sein, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der älteste und größte Planet unseres Sonnensystems ist der Jupiter. Doch es gibt noch andere Planeten im Universum, die größer und älter sind. Wer genau der größte Planet des Universums ist, ist nicht ganz klar, da ein möglicher Kandidat auch ein Stern sein könnte. Damit wäre er kein Planet mehr. Und so ist schon mal die Frage, wer der größte Planet des Universums ist, noch nicht ganz klar und deutlich zu beantworten. Aber vielleicht in ein paar Jahren. Was man aber sagen kann, wer der kleinste Planet des Universums ist. 2013 wurde er entdeckt und er ist 210 Lichtjahre von der Erde entfernt. Das bedeutet, man müsste 210 Jahre mit Lichtgeschwindigkeit reisen, um diesen Planeten zu erreichen. Eine ganz schön weite Strecke ist das. Der Name des Planeten lautet Kepler-37b. Er ist kleiner als der Merkur und nur minimal größer als unser Mond. Ein Jahr auf Kepler-37b dauert nur 16 Tage. Würde dort Leben herrschen, könnten die also sehr oft Silvester feiern. Der Planet selbst ist zwar nicht gasförmig, sondern fest.
Jedoch ist er so heiß mit seiner Oberfläche, dass Leben auf diesem Planeten undenkbar ist. Unser nächster Planet ist der älteste Planet des Universums, also ein Planet, der noch älter als Jupiter ist. Und das ist der Planet PSRB 1620-26b. Einen schöneren Namen hätten die sich echt nicht einfallen lassen können, wa? Er liegt in einem Sternenhaufen, der 7200 Lichtjahre von uns entfernt ist. Er ist 13 Milliarden Jahre alt und entstand kurz nach dem Urknall. Der nächste Platz geht an einen noch weniger bekannten Planeten, wenn es um den heißesten Planeten des Universums geht. Der Gasplanet Kelt-9b kann bis zu 4327 Grad Celsius heiß werden. Dass dort ebenfalls kein Leben möglich ist, dürfte wohl jedem klar sein, oder? Machen wir weiter mit dem kältesten Planeten des Universums. Dies ist der Planet namens Ogl-2005-BLG-390 LB, also kurz Ogl genannt. Er ist 20.000 Lichtjahre von unserer Erde entfernt. Er ist eigentlich ein Gesteinsplanet, hat jedoch eine Temperatur von bis zu minus 220 Grad. Also eine richtige Eishölle. Während es auf anderen Planeten zu heiß für Leben ist, ist es auf Ogl zu kalt für Leben. Das waren die extremsten Planeten unseres Universums, von denen man bislang weiß. Jedoch werden immer neue Planeten entdeckt, genauso wie neue Fakten über altbekannte Planeten. Das war absolut richtig. Sehr gut. Dann kann ich ja jetzt also weiter, oder? Das war erstmal die erste Frage. Du darfst noch lange nicht durch. Nun gut. Dann erzähle mir mal von der zweiten Frage, Putzli. Sehr gerne. Es geht um die Frage, was sind die gefährlichsten Orte der Welt? Also gut. Lass mich kurz überlegen und dann bekommst du deine Antwort.